Die Galerie des Kamenzer Sakralmuseums St. Annen hat eine neue Sonderausstellung. Gezeigt werden darin Werke des Grafikers Helmut Brade und Arbeiten des Bildhauers und Keramikers Martin Möwald. Beide Künstler haben sich in ihren Arbeiten gleichermaßen dem Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing gewidmet, um den sich auch das Thema der Ausstellung rankt. Initiiert wurde die Ausstellung von den Städtischen Sammlungen Kamenz und der Arbeitsstelle für Lessing Rezeption. Bis zum 11. Dezember kann die Schau in der Galerie im Sakralmuseum St. Annen besucht werden. Am kommenden Montag sehen Sie in der Drehscheibe Lausitz einen ausführlichen Bericht über Helmut Brade und seine Ausstellung.